So, da bin ich wieder bei einer weiteren Runde. Nein, nicht bei meiner neuen Runde oder weiteren Runde, sondern hier gleich im Anschluss, dass ich geguckt habe, was das Skype bloß war. Das Problem war nur, ich hatte Skype geschlossen. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was das für Geräusch war. Es hat weder hat mein PC irgendwie ein Geräusch von sich gegeben oder das Spiel hat Schuld. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit dem Fallschirmsprung. Und das Spiel mal laden. So, das werde ich jetzt nicht immer alles vorlesen. Das ist ein bisschen viel. Jetzt erstmal ein bisschen mit dem Flugzeug fliegen und dann abspringen, also ganz leicht. Müssen in der Landezone landen. Hier ist aber noch ziemlich weit entfernt. Dann gehen wir mal in die Ausgleichstiefe, weil. Nur so. Ist auf jeden Fall nicht sehr spannend, da wieder drin zu. Naja. So. Mit der Steuerung komme ich hoffentlich zurecht. Ich werde jetzt auch gleich abspringen, deswegen gleich fliegt da drin. Lol. Okay, wir müssen da oben landen. Fallschirm möglichst weit unten öffnen, so viel weiß ich. Wie jetzt? Jetzt öffne ihn doch! Falscher Knopf, ey. Oh, ich sehe voll in Panik, ne? Oh, du Scheiße. Ach, du Scheiße, wie weit daneben denn bitte? Nein! Okay, passt ungefähr. Wir haben auf jeden Fall das Ziel erfüllt und ja, ihr seht, teilweise geht es richtig schnell. Und ja. Hier, ich bin hier. Ja, wir werden den Sprung einfach nochmal wiederholen, weil es war nicht perfekt. Also auf gar keinen Fall war es perfekt. Und jo. Gleich Neustart. Wir sind gleich in der Luft. Und wir schauen uns das Ganze mal von der Außenperspektive an. So. Das hat den Fallschirm geöffnet. Ich war schon ziemlich hoch, aber ich würde jetzt gerne mal auf Nummer sicher gehen. Oh Gott, das war zu früh. Ja, das war eindeutig zu früh. Ich kann auch mal ein bisschen der Auszeit spielen. Ich meine, es ist ja nichts dabei. Es geht auf jeden Fall, ne? Gucken wir uns das mal aus der Ego-Perspektive an. Hat auf jeden Fall was, die Ego-Perspektive. Ach, aus, wenn man so aussehen guckt, wie er so schwimmt und boah, aber wir sind echt doch ziemlich weit oben. Habe ich mich dann doch etwas verschätzt. Ah, naja, vielleicht werden wir diesmal trotzdem irgendwie näher dran landen. Schon langsam und schon noch weit nach unten. Komm schon. Jo. Großes Problem liegt eigentlich drin, dass die Steuerung so langsam ist, sonst könnte ich das viel besser abstimmen, wo ich landen würde. Aber ich weiß es nicht, ob ich das dann noch gut schaffe, mich da zu drehen, dass ich nicht hier landen kann. Was sieht auf jeden Fall besser aus. Aber es wird nicht besser, oder? Doch, doch, komm schon, komm schon! Oh, den letzten Moment treibt's mich noch weg. Naja. Aber ich glaube, wir waren auf jeden Fall näher dran. Ja, 19 Meter. Passt, ich bin zufrieden. Ich soll umwenden. So, ich hoffe mal, das hat jetzt gepasst. Oder ich hoffe, die muss ich nicht noch näher ran. Sonst werde ich das gleich nochmal neu machen. Neustart. Okay. Also ist gar nicht so leicht. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre leichter. Ich schiebe einfach mal alles auf das Handling vom Fallschirm. So, ich wieder in der Außenperspektive, wir alles besser beobachten können. Aber springen wir eigentlich da komplett in der Ego-Perspektive. So, jetzt sind wir gleich auf der Insel. Wie ich hier schön sehen. Das wird ziemlich scheiße. Ich bin rausgeschmissen worden. So, das werde ich wieder schön weit unten aufmachen. Ich bin schon wieder zu weit oben. Scheiße. Ich wäre einfach mal optimistisch, dass wir das jetzt schaffen. Aber wenn ich irgendwie nicht so dran denke, aber komm. Ich darf doch auch Hoffnungen und Träume haben, oder? Jetzt voll auf die Bremse drücken!
Komm schon, geh schneller runter. Du schaffst das, ich glaube an dich. Ja, komm schon, in der Markierung. Komm. Nein, 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 nein. Nein. Ja. Ja, komm, komm, komm. Oh, wie geil. Also das war doch mal perfekter Sprung, würde ich mal sagen. Wir haben unser Ziel natürlich erfüllt. Boah, geiler Sprung, würde ich mal sagen. Hier aufgekommen. Und jo, Mission beenden. Weil, gut, haben wir es ja geschafft, ne? So, geht's gleich weiter. So, bei dem Panzer. So. Hier habe ich ein Besatzungsmitglied. Hier habe ich einen Panzer, in dem ich einsteigen muss. Okay, und als was? Okay, hier war was. Okay, bin ich drin. Ausperspektive, weil ich finde das Interieur von dem Panzer echt hässlich. So, tanken wir den Panzer mal. Dann schon ein Tankwagen da vorne. Wenn der da mit der Kanone ist, gleich gegenknallt. Okay, oder erst bewaffnen und dann tanken. Waffnen, waffnen, waffnen. Das dauert noch kurz. Dass wir uns das Fahrzeug noch reparieren. Oder auftanken, weiß ich nicht. Oder auftanken. Ach, keine Ahnung. Okay. Okay. Gehen wir davor. Wollen wir uns bewegen müssen. Oh ja. Ich kann mich gerade noch dran erinnern, wie schlimm das mit dem Panzer war. Wer will das bitte die Waffe und Verdammtziele zu zerstören? Aber warum ist es auf 600 Meter eingestellt? Warum kann ich das nicht verstellen? Hier wird wieder schön die Ausperspektive. Und gucken mal, ob da noch was kommt. So, ja, du musst auf jeden Fall noch was machen. Weißt du, sonst steht da als Kommandant fahren muss. Und du hast es auf jeden Fall. Schade. Lad nach. So, es dauert natürlich etwas. Ist gleich, ich meine, es ist ja doch so eine riesige Kanone, ne? Oh Gott, komm, jetzt habe ich klar, dass ich das schon zerstört habe. Okay. Okay. Können wir noch die HE-Geschosse nehmen? Muss er auch kurz nachladen. Bla 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 bla. Und nachgeladen hat er. Boom. So, die geht ziemlich ab, ne? Haben wir die Aufgabe schon abgeschlossen. Gott, nein! Es ist soweit. Ich muss den Panzer befehligen. Ich meine, es geht auf jeden Fall, den Platz zu befehligen, aber es ist total schwammig, ne? Ich fahre jetzt erstmal alles um, ne? Verdammt, halt kacke, aber... Ich versuche auch die Fahrzeugsteuerung zu benutzen, aber es ist einfach doch so schwammig. Und nach vorne. Vollgas. Hey, so, was ist denn jetzt? Das sehen wir hier, wie ich hier rumtaumel. STRG links primäre Maustaste. Boom. Sieht da ganz leicht aus. Eine kleine Kartoffel.
Natürlich muss ich fortfahren. War ich gerade abwesend. Vollgas. Der Ball ist Panzer, ich glaube an dich. So, dann werden wir jetzt einfach mal durch die ganzen Bäume so durchrasten. Ich denke mal, die bekommen wir alle platt. Genau, die gehen einfach alle kaputt. Ist ja aber klar, dass es nur bei der Infanterie jetzt so schlecht ist. Ich meine zum Beispiel Multiplayer-Mission. Das ist das Kommandant auf jeden Fall leichter zu koordinieren. Ich finde es schön, dass ich auch durch Deathset und jetzt schon wieder auf meinen über 40 Abonnenten bin. Ich bin da echt auf schon etwas weiter über 40, auf 37 runter und jetzt bin ich wieder auf 41. Jetzt finde ich auf jeden Fall hammer geil auf euch. Falls ihr auch den neuen zuhören, dann kennt mich ja. Ich bin ja ganz netter. Ich danke mir immer. Nein. Ich hab's noch gerade getan. Nein! Was soll ich nur tun? Bremsen! Seht ihr, ich komme super mit der Steuerung zurecht. Vorwärts. Und stopp. So. Schieß hier mal selber. Schieß hier selber die Infanterieziele um. Lass mal die Hauptkanone. Die großen Ziele umschießen. Ja, finde ich gut so. Schieß. Feuer! Okay, und lad nach und Feuer! Anvisieren und Feuer! Anvisieren und Feuer! So, geht's auch weiter. Okay, da haben wir es auch geschafft. Das nächste, was ihr seht, das geht ziemlich schnell. Mit Speer noch schwerer, da wäre ich wahrscheinlich irgendwie hier oder so. Okay, das ist leicht. Und das, da werde ich auf jeden Fall richtig lange für brauchen, weil ich das hammermäßig schwer finde. Oh Gott. Ja, okay, ist Heli-Training. Damit komme ich eigentlich gar nicht zurecht, aber ich bin mal kurz weg und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder, nachdem ich jetzt mal erfolgreich meinen Fuß an der Tour gehaut habe, aber komm, scheiß drauf. Wir können trotzdem Hubschrauber fliegen. So, und das ist anders, habe ich mir eigentlich meinen alten Joystick wieder ausgepackt, aber ich hatte noch so wenig Zeit zu konfigurieren, deswegen machen wir es jetzt Ganze mit dem Falters und WSAD und es geht schon los. Hier voll aus der Auto und so, weil ich die ganze Zeit spreche und ich wäre sonst keine Zeit dazu. Noch etwas trinken. Okay, fangen wir den Transportkurs an. Und los geht's. So, da weiß ich doch auswendig, das ist der Heli hier. Das sei auch der Heli. Scheiße! Ah ne, den Heli braucht man dann für die Notlandung. Das wird nochmal schwer, finde ich, aber es geht, aber. Oh, mein Fuß, ey. So, mal kurz warten, bis der hier ist. So, jetzt rein, dann darf ich auch rein. Oder? Darf ich rein? Darf ich rein? Ja, darf ich rein? Okay, ich darf rein. So, wir werden vorzugsweise in der Ego-Perspektive fliegen. Jetzt weiß ich, weil ich hätte das auch gern als eine gute Übung für mich und nicht nur, dass ihr jetzt hier gutes